guten Tag. Schönen Gruß von Azorden. Bin da. Heute ist Donnerstag, 26. Juni 2014 und ist jetzt hier vor Ort gerade so mittags um eins. Ja, das hat gestern ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil in Frankreich war Fluglotsenstreik, da hatte ich auch gar nichts von mitbekommen. Und das führte dazu, dass wir in Düsseldorf zwar pünktlich ins Flugzeug rein durften, der aber dann nicht starten konnte, weil er keine Überflugerlaubnis für Frankreich hatte. Ja, und dann ging er so häppchenweise noch eine halbe Stunde, noch mal eine halbe Stunde, noch eine Viertelstunde, noch eine halbe Stunde. Und jedenfalls am Ende haben wir dann fast 4 Stunden in dem Flugzeug gesessen, also irgendwie 3 Stunden 50, bis der dann endlich losfliegen konnte. Und dann flog er auch noch eine andere Route über England oben. Und hat der Flug also knapp 5 Stunden gedauert. Also am Ende waren wir gut zwischen 8 und 9 Stunden in dem Flugzeug gesessen. In der Zeit hätten wir ja locker nach New York fliegen können. Aber okay, ist halt so. Mein Weiterflug, der ging Gott sei Dank etwas später, dass ich das also noch bekommen habe, den Anschlussflug. Und ja, dann war ich gestern Abend hier. Ja, mit Karpe ist soweit alles klar. Also, was ich bisher sehen konnte, die Maschine läuft. Allerdings ist halt die Starterbatterie hinüber. Die ist zwar nicht tiefenentladen, die hatte noch gut 12 Volt, aber sobald man die unter Last setzt, ist die, geht die natürlich, geht die in den Keller. Ja, also, das hat hier auch geklappt mit dem Aufpassen. Ich hatte ja hier einen Typ engagiert, also gebeten, das zu gucken, und der kriegt ja jetzt ein bisschen Geld für. Ja, dann habe ich mir mal heute Morgen ein Auto geliehen. So einen kleinen Ford Fiasco. Und aua, ich hab's im Kreuz, ey. Ich hoffe, dass das echt noch ein bisschen besser wird, ey. Das ist echt scheiße. Ja, ja, jedenfalls war ich im Supermarkt. Und hab mal so allerlei Sachen eingekauft. Also Lebensmittel, Wasser und so weiter. Müsste eigentlich klar sein. Und eine Batterie. Starterbatterie mit 70 Amperestunden habe ich auch gekauft. Also Batterien sind hier auf Royal heiße Ware, so wie es den Anschein hat. Denn unter 120, 130 Euro für so eine popelige Autobatterie, was das ja letztlich ist, kriegst du hier gar nichts. Also ich weiß nicht genau, was die in Deutschland kosten, aber ich glaube, da waren die schon auch echt nochmal einen Tacken billiger. Ich habe aber hier bei dem Autovermieter dann auch mal nachgefragt. Und der hat eine eigene Werkstatt, wo er seine Karren wartet. Und der hatte noch eine Batterie da stehen, eine neue, hier die. Und die hat er mir für 90 Euro gelassen. Also okay, damit kann man leben. Der nimmt auch noch die alte. Die bringe ich dem morgen. Und ja, jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich heute irgendwie das Fußballspiel geguckt kriege. Weil das ist natürlich jetzt ein Problem. Die Spiele laufen ja jetzt alle zeitgleich. Und natürlich wollen hier auf den Azoren alle das Portugal-Spiel gucken und nicht das Deutschland-Spiel. Also das irgendwo im Fernsehen zu gucken, halte ich für relativ ausgeschlossen, zumal nur das Pay-TV das Deutschlandspiel zeigt. Mal gucken, ob ich mich irgendwo mit dem Laptop hinsetzen kann, wo Internet ist, und das irgendwie über den Stream gucken kann. Ansonsten gucke ich Portugal, und wenn dann beim Deutschlandspiel was passiert, werden sie es wahrscheinlich auch zeigen. Gut, however, ich denke, ich werde jetzt so noch bis Montag, Dienstag vielleicht hier bleiben. Nach gegenwärtiger Wettervorhersage soll so ab Dienstag sich ein Südwest einstellen, der nachher auf West dreht. Also eigentlich ganz gut, um erstmal ein bisschen Nord zu machen oder Nordwest, Nordost. Dass ich also jetzt noch so fünf Tage hier haben werde, um meinen Kram zu machen, mich noch ein bisschen auszuruhen, meinen Rücken in die Gänge zu kriegen. Tanken muss ich noch, das ist ein bisschen blöd, weil man sieht es da hinten. Da ist also das Marina Office und da ist auch die Tankstelle, und es kommen jetzt natürlich ziemlich viele Leute über den Atlantik angefahren, deswegen liegen also auch hier im Vorhafen einige Yachten und vor Anker, und der Steg ist sowieso pappenvoll, und die machen jetzt auch an der Tankstelle fest im Päckchen, dass ich das also auch mit Kanistern machen muss. Aber gut, ist so, ne? Ja, dann machen wir noch kurz einen Schwenk hier, damit ihr mal den Hafen seht. Also das ist hier so bei mir nebenan, ein ganz normaler Schwimmsteg mit Seitenstegen, also mit diesen Schwimmfingern, Fingersteg noch am Rand. Und hier ist so ein kleiner Park,
wo dann auch hier die Locals ihre kleinen Fischerboote liegen haben. Man sieht also hier auch schon an der Wand überall diese Bildchen von den Booten. Hier liegen auch noch ein paar Fischerboote. Marina Office, da hinten ist noch so ein erloschener Vulkan. Und Himmel, mein Kreuz, ey. Hier ist der Vorhafen mit ein paar Ankerliegern. Die große Mole, wo ein paar größere Schiffe liegen, in der Regel die Frachtschiffe festmachen. Ja. Und soweit jetzt mal auf die Schnelle aus Horta. Bevor ich losfahre, melde ich mich nochmal und jetzt verpacke ich mal hier meinen Kram. Vielleicht schließe ich die Batterie noch an, wenn ich Bock habe. Und dann kann man auch schon ans Fußball gucken denken. Bis dahin. Tschüss.